Das kommt hin. Würdet ihr mir bitte helfen? Ich hatte eine wichtige Lieferung zu machen, wurde aber von einem Ork-Bogenschützen verwundet. Die Truhe enthält enorm wichtige Waren für einen unserer größten Kunden. Würdet ihr die Truhe bitte zum Terry Printle auf dem Marktplatz der Sieben Sonnen bringen? Sie hat ein kleines Geschäft für Berufsbedarf dort. Eure Mühen werden sich sicherlich bezahlt machen. Okay, machen wir, Bro. Du, ruh dich aus. Mach einen auf toter Mann. Wir gehen weiter. Hä? Gefreiter Quickfood. Gefreiter Schnellfuß auf Deutsch. Ey, das ist so... Also Schnellfuß, ne? Habe ich gerade Food gesagt? Ich glaube, ich habe Food gesagt. Ich habe gerade selber gar nicht zugehört, was ich gesagt habe. Mag auch mal vorkommen. Lebensheilung. Warum kriegen wir gerade nur 11? Haben wir nicht im Kampf über 17 gekriegt? Oder 14 oder 13 und jetzt nur 11? Na gut, wir da sind, haben wir sowieso volle Leben. Na komm, da steht auch schon wieder direkt ein Feuer. Eigentlich wäre es jetzt gerade Schwachsinn. Oh naja, komm, machen wir mal. So, bevor wir ihn hier anquatschen. Ah, komm, quatschen wir lieber an. Ich wollte eigentlich gerade erstmal meine Leben regenerieren. Haltet die Augen offen. Der Feind ist überall. Aber vielleicht mache ich ja gleich ein Level ab und dann... Beeindruckend. Karl Nevrim war wirklich eine Bestie. Jetzt ist eine tote Bestie. Dachte ich mir. Ich dachte mir so schon, dass wir Level abmachen. Wie viele Pfeile haben wilde Haugenanführer, die sie bei Angriffen auf unsere Leute anpeitschen? Wenn es uns gelingt, diese orkischen Aufseher auszuschalten, können wir die Zahl der Angriffe in diesem Gebiet sicher deutlich reduzieren. Oh yeah. Ich dachte, es hat noch ein bisschen mehr. Die Vielpfeil-Orks plündern aggressiv die ganze Gegend. Sogar Kisten aus unserem eigenen Nachschub sind ihnen schon in die Hände gefallen. Die Neverwinter-Wache ist zum Schutz der Stadt auf den Inhalt dieser Kisten angewiesen. Okay. Sie werden Lobeslieder über uns schreiben. Ja, über mich wohl eher. Aber nicht über dich, du bist doch hier nur... ist das PvP? Oh, PvP, ich will PvP irgendwann mal machen. So einen verfügbaren neuen Punkt. Kann ich den jetzt hier? Nee, kann ich immer noch nicht da verwenden. Nehmen wir ihn hier, ja, machen wir ihn noch ein bisschen höher. Ja, was habe ich noch? Talente. Ich hab Talente. Wow. Nehmen wir mal hier. Wie viele Talente habe ich denn überhaupt? Einen habe ich noch offen, okay. Was haben wir hier? Maximale Trefferpunkte. Plus 3, 9, irgendwas Prozent. Warte mal, wie viel habe ich denn hier zum Teilen? Ach, das war's jetzt. Okay, 4 Stück hatte ich. Wo habe ich das denn gesehen? Achso, dort steht verteilt, verfügbar. Ach, cool. Habe ich gar nicht gesehen. Tut mir leid. Änderungen zuweisen. Wow, so. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was das gebracht hat, aber ich glaube, wir dürfen jetzt stärker sein. Und jetzt, ohne es zu vergessen. Ja, eine Truhe. Versiegelte Truhe. Verwenden. Ach, nee, das war ja die wir bringen mussten. Ich dachte, ich habe mir gerade gewundert, warum ich die da im Inventar ausrüsten. Ja, möchte ich. Ey, wäre cool, wir haben jetzt einen Hut. Cool. So, die rüsten wir aus. Ich guck mal kurz. Das ist natürlich genau dasselbe. Das ist natürlich auch genau dasselbe. Nö. Nö, brauchen wir nicht. Na, können wir doch nicht benutzen. Unnötig. Unidentifizierte Rüstung. Guck mal, die ist genauso gut wie meine, die ich gerade anhabe. Schwach, 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 schwach. Ich guck mal kurz, was ist das hier? Naja. RK minus... 10 RK. Ich müsste alles identifizieren, damit ich überhaupt gucken kann, was es überhaupt bringt. Aber es ist so gerade in meinen Augen ein bisschen Schwachsinn. Ich guck mal kurz, was haben wir sonst noch hier? Alles viel schlechter, viel, viel schlechter. Und gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz zu dem Typen hier und verkaufen erstmal den ganzen Shit. Was haben wir jetzt für einen Helm? Lol, der sieht ja aus mit Stacheln an der Seite. Lol. Aber Hauptsache, wir haben jetzt mal einen Helm und haben nicht unsere wilde Frisur so am Herumwehen im Wind. Das könnte man, glaube ich, so zusammenfassen. So, ich will was verkaufen. Hier, hauen wir weg den Scheiß, würde ich mal sagen. Brauchen wir nicht. Ja, bin ich mir sicher, brauchen wir nicht. Elfenbeinteller. Brauchen wir so dermaßen nicht. Kann ich die verkaufen? Na, die bringen eigentlich nicht viel, ne? Naja, vielleicht kann man auch irgendwann Gegenstände verschenken. Da werde ich das irgendwann mal verschenken oder so. Irgendeine Sau, die ich fände im Game. So, brauchen wir nicht. Alles weg. Was haben wir hier? Brauchen wir auch nicht. Weg damit. So, das brauchen wir natürlich auch nicht. Kann ich nicht verkaufen? Ja gut, wäre auch ein bisschen arschig von mir, ne? Einfach irgendwas verkaufen von irgendeinem Typen hier. So, was haben wir hier? Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Sehr nice. Wir haben ja jetzt 61 Silber, so wie es aussah gerade. So, ich guck mal kurz nochmal. Inventar. 61 Silber. Meine Fresse. So, hier rüber. Da soll es hin. So, das Ding schiebe ich mir mal hier oben in die Ecke. Die sammle ich erstmal. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die auch irgendwann mal verkaufen. Ich würde es immer noch geil finden, wenn man hier auch im Game was für real Geld verkaufen könnte. Ey, das würde ich so mega geil finden. So, ich würde mal sagen, greife ich mal an hier. Ich bin ja jetzt stärker, ihr kleinen Splasher. Aua. Hast du mich gerade angegriffen oder was? Oh. Ich mache hier alle kalt. Weil ich jetzt mehr Damage austeile und jetzt einen Helm habe und deswegen cooler aussehe. Oh, ich hasse diesen Angriff, ne? Der schmettert mich jedes Mal zu Boden und nervt einfach nur. Bam. Scheiß auf dein Schwert, Junge. Du kannst mich nicht mal... Ich finde das cool, wenn sich irgendwelche Dinger immer in Texturen reinglitschen. Ich finde das immer so mega geil, wie die dann rumzappeln. Es ist einfach witzig. So, 5 orkische Aufseher getötet. Alter, wo kommt er denn her hier? Du bist aber ein Splasher, mein Freund. Own it. Jetzt own it hier nochmal. Ah, ich find's geil. Bam, bam und... Ach gut, sehr gut, er ist tot. So, was haben wir hier? Ach, die haben gerade ausgerüstet sogar schon die Rüstung. Ach man, ich find immer nur diese eine Rüstung. Nichts anderes mehr, immer nur die eine Rüstung. So, Vorratskiste zurück erlangt. Geil. Ah ja, wir müssen ja jetzt 10 Vorratskisten finden. So, was haben wir hier aus einer Aufseher? Aufseher, geil. Holen wir uns. So. Aber ich find's cool, wie viel Damage wir schon machen. Oh, guck mal, das geht doch alles jetzt viel fixer hier, wenn man einfach mal ordentlich alles wegrotzen will. Guck mal, wir sind jetzt schon sehr stark und das, obwohl wir nur Einzelkämpfer sind. Ich will natürlich hier einer der stärksten Einzelkämpfer werden. Oh, oh mein Gott, wir verlieren auf jeden Fall eine Menge Leben, sehe ich gerade. Oh, guck mal, wir haben den Hund angebellten, der ist tot umgefallen. Sowas nennt man Respekt. Sowas nennt man Respekt. Also, wenn du einfach schon durch die eine pure Anwesenheit eines starken Kriegers ohnmächtig wirst, sowas nennt man Respekt. Der Helm sieht komisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sieht aus, als hätte da oben jemand mit Hammer draufgeschlagen und einfach so bing, zack, platt, das Ding. Naja, es ist halt eigenartig, ne? Ihm das seine. Oh, ich will da noch nicht rein. Boah, erstmal mehr Leben. Aber guck mal, das sind 4 Gegner, hä? Ich glaube, die dürfen nicht so stark sein, ne? Warte mal, vielleicht. Ja, jetzt kommen die auf mich schon los, ne? Ja, dachte ich mir. Oh. Bam. Oh, guck mal, wie einfach sind die denn jetzt alle hier? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein richtiger Bash-Kampf, weil der eine sah ein bisschen stärker aus als die anderen. Ich dachte, das wäre wieder so ein Oberorg, so eine Oberkörperkante. Aber nee, das war einfach nur so ein Typ, der nur Beine trainiert. Das war so ein Marathonläufer. Und, aua, natürlich, Dankeschön. Machen wir kurz hier wieder mein. Und, oh, Schaden, mein Freund. Vor allem, ich find's cool, so, weil ich mache ihn fast nur noch Special Attack, einfach weil ich die jedes Mal wieder dann benutzen kann, wenn die gerade wieder fertig ist. Zack, 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 ich kann einfach, wenn die eine Attacke gerade Abklingzeit hat, also bis ich wieder benutzen kann, kann ich ruhig die andere wieder verwenden, einfach weil ich die schon wieder freigeschaltet habe. Ich finde das cool. Guck mal, ich benutze jetzt die Attacke und die braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich wieder benutzen kann. Währenddessen kann ich einfach die Attacke benutzen, muss noch einpullen, dann kann ich direkt gleich wieder die nächste benutzen. Und so schaffe ich eigentlich die Kämpfe, ohne großartig Leben zu verlieren. Ja gut, das sage ich gerade mit so wenig Leben, ne? Okay, der ist tot. Looten, looten, looten. So, ich würde sagen, wir gehen entweder zurück und lassen meine Leben heilen oder ich verschwende jetzt schon wieder einen Trank. Ich bin eigentlich so mehr der gerade jetzt... Wir rennen einfach mal wieder zurück, weil ich... Aber wir können ja mal wieder was verkaufen, weil ich glaube, ich habe wieder ein bisschen was im Inventar, ja? Warte mal, ich guck mal kurz. Ist schlechter. Und den unidentifiziert, das kann ich auch nicht benutzen. Hä? Das ist, guck mal, ich habe genau... Achso, das ist die Plattenrüstung plus 2. Tut mir leid, wie ich das nur verwechseln konnte. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt die Rüstung schon wieder zweimal. Aber nee, tut mir leid, dass ich verwechselt habe. Das ist die andere, das ist die normale und das andere ist die plus 2. Tut mir wirklich leid, dass ich das verwechseln konnte. Ich weiß, das ist einfach so wie der Fail over 9000. Oh, guck mal, da könnte ich helfen. Machen wir mal. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Weggeholt aus dem Nichts, Junge. Aus dem Nichts. Ich würde kurz springen. Aber eigentlich bin ich nur wieder zurückgerannt, um mein Leben zu holen, weil meine Leben sind gerade schon wieder... Das ist schwer kacke. Was? Wie heißt der Typ hier? Lords of Viz? Lord of Pickless? Auf Pickellos? Oder wie? Was ist das für ein Name? Leben, 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 Leben. Leben, Leben. Nein, über dich nicht. Du, komm, du stehst hier nur rum. Was bist du eigentlich für einer?
ein Gefechtsmeister Orks zurücktreiben. Die Orks vom Stamm der Vielpfeile versuchen, das Lager der Neverwinter-Wache zu zerstören. Werft euch mit mir in die Schlacht, um die Bedrohung abzuwehren. Machen wir. Der nächste Ork-Überfall wird zu den Waffen gerufen werden. Schließt euch an und ihr werdet auf das Schlachtfeld gebracht. Nachdem ihr euch am Ork-Metzeln gütlich getan habt, kehrt zu mir zurück, damit wir uns über unsere Heldentaten austauschen können. Oh ja, denn wir sind wirklich ganz krasse männliche Männer. Wir sind einfach nur hier die krassesten Typen ever. Ich weiß nur noch nicht, wie ich daran teilnehmen kann. Es wäre ganz cool, mal sowas zu machen. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch echt mal Bock drauf. Das ist, glaube ich, so ein Event, weil ich jetzt schon so ein bisschen was gesehen habe im Game. Also meine ich natürlich jetzt von wegen Helko, du musst das machen und so eine Kacke. Weil ich frage mich immer noch, wie man diese Relikt-Scheiße macht. Ich weiß, Scheiße ist gerade nicht das, was man dazu sagen sollte, aber ich frage mich immer noch, wie man das macht. Weil ich habe noch immer noch nicht rausgefunden, wie der Scheiß funktioniert. Es ist einfach noch dieses, wie funktioniert das? So, mal wie mal. So. Oh, guck mal. Ich finde einfach, krass, wie viel Schaden wir machen. Kurz ihn nochmal killen. Jetzt ihn hier nochmal. So, gleich nochmal. Oh, die Attacke nochmal wieder. Aber ich liebe einfach die Attacke mit dem nach vorne stürmen. Ich finde das einfach so. Ist einfach so die fresche Attacke. Die haut einfach den Gegner richtig schön eine rein. So, was können wir hier oben machen? Rumstehen. Da müssen wir sowieso noch ein paar Ork auf sie umbringen. Hier erstmal wieder ein paar kleine Dinge erstmal. Ne, erstmal ist einfach erstmal easy going und danach können wir uns die Harten vorknöpfen. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Was? Grausame Beinschiene. Also, wieso sind da Stacheln drin oder warum sind die grausam? Bande. Das ist ja komische Gegenstände. So. Ork-Angriff. Gefecht Ork-Angriff abschließen. Ja, wo mache ich das denn, bitte schön? Muss ich hier stehen bleiben oder wie jetzt? Kommen die von da irgendwie runtergesprintet oder? Okay, da bin ich mal drauf gespannt. Da werde ich mal ein bisschen drauf achten. Vielleicht steht da irgendwo was, dass ich irgendwie wieder zurück muss zu ihm oder so. Sowas in der Art. Ich guck mal kurz nachher. So, machen wir hier mal wieder. So, Angriff, Angriff. Guck mal, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er weiß es einfach nicht, weil er einfach so schnell tot ist. Da blickt er einfach nicht mehr durch, wie schnell er schon stirbt. So, wieder ein Gegenstand gefunden. Geil. So, ich muss natürlich auch noch ein paar Truhen und Aufseher umbringen. Das darf ich natürlich nicht vergessen, weil ich mache hier gerade alles Mögliche und mache einfach nicht das, was ich machen muss. So. Naja, ihn muss ich auch noch umbringen. Und. X. Oh, ist er tot. Oh Mann, wie ich die Attacken einfach liebe momentan. Einfach meine Attacken, die sind einfach so schön stark. Und mein Brustpanzer hat sich mal wieder nicht verändert. Komm schon, ich will einen anderen Brustpanzer haben. Der sieht immer gleich aus und das ist auch irgendwann kacke. So. Oh Mann, stirb endlich. Erstmal bring ich den Großen um. Erstmal den Großen, danach kommt das Kleinfieber. Guck mal an, meine Leben. Ich bin ja schon ein halber Tank. Ich kann mich einfach hier hinstellen und erstmal Schaden kassieren, ohne dass ich überhaupt hingucken muss, weil ich einfach so viel Leben habe momentan. Das feiere ich gerade so ein bisschen. Na, ich würde sagen, wir gehen auf... Ich glaube, da oben ist die Mission. Ah, da kommt... Okay, da oben passiert gerade was Krasses. Ogre, wild. Ogre wild. Ey, das sieht geil aus. Sieht zwar aus wie so ein paar fliegende Dildos, aber das sieht trotzdem sehr cool aus, wenn man das mal so sagen darf. Ja gut, das ist der schiefe Turm von Pisa, ne? Wenn man das mal so anguckt, das hat so eine leichte Neigung. Na, gehe ich auf den Typen jetzt, oder? Weil ich will eigentlich erstmal eine Truhe machen und diese Aufseher umbringen. Arbeitssklave, Aufseher. Bam. So. Bam, bam. Oh, achso, ich bin immer gewohnt, X zum Angreifen zu drücken. Es ist einfach noch so diese alten Kingdom Hearts Zeiten, wo man einfach noch dort auf PS2 gespielt hat. Da war halt immer X und... Oh, welche Taste war das hier? Oh. Auf dem Controller ist natürlich... Was ich ein bisschen blöd finde, auf dem Controller ist der rechte Stick ist X. Auf dem PS4 Controller ist der unterste X. Und jetzt, wenn ich X sehe, drücke ich immer das falsche. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach, du gewöhnst dich an das eine und dann musst du das andere wieder umdenken. Und dann komme ich momentan echt noch nicht klar. Das kotzt mich selber noch ein bisschen an. Na, warten wir noch ein bisschen. Wir brauchen mehr Leben, um gegen ihn anzukommen. Gut, ich werde wahrscheinlich sowieso Tränke gegen ihn brauchen, weil er einfach so krass OP ist, der Typ hier. Auf ihn! Jawoll! Angriff! Angriff! Nochmal, also das können wir nicht mehr. Jetzt kommen wir, greifen wir wieder an. Oh, meine Leben! Oh, wie viel Schaden macht der? Oh, das geht ja eigentlich von dem Schaden her gerade. Wenn ich das so sagen darf, guck mal, das geht eigentlich. Guck mal, wie viel Schaden ihm wir gemacht haben und wie viel Schaden er mir gemacht hat. Und ich habe auch ein bisschen meine Lebensregeneration noch gerade nebenbei. Na, das kannst du natürlich nicht so ziehen. Oh.
Der andere hätte wahrscheinlich schon ein bisschen mehr einkassiert als ich mit meiner ganz krassen Lebensregeneration. Oh, der Angriff, ne? Ich heil mich mal ein bisschen gegen. Warum bringt der Heiltrank mir nur noch so... Das sieht gerade zu wenig aus. Da kommt es gerade nur so vor. So. Oh, Damage. Der Schaden. Der ist einfach so geil. Du bist tot. So, kleiner Heiltrank wieder bekommen. Hier wieder mitgenommen. Achso, was gibt es? Oh. Ja, ich weiß, wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Irgendwann werden wir sowieso alle. Ich find's cool, einfach nur durch Anbrüllen zwei Gegner gekillt. Ich find sowas echt krass. Vielleicht sind wir auch irgendwann so stark, dass man wirklich alleine alles durchmachen kann. Ich weiß gar nicht, was das maximale Level ist. Ich gehe mal von 60 aus, weil ich schon ein paar Gegner auf Level 60 gesehen habe. Das ist bei anderen Spielen. Und ich weiß nicht. Es wäre cool, wenn man irgendwie so wie bei Dark Souls machen kann. Ich weiß noch, Dark Souls 1. Da war, glaube ich, das maximale Level, was ich erreicht hatte, war 289. Wenn ich so an Vortex denke, also natürlich mit New Game 3 oder so war ich da schon. Da war ich Level 289 und Vortex, der war schon beim ersten Spiel, bevor den, so am ersten Mal den Endgegner besiegt hat bei Dark Souls, war er schon Level 349 und für ihn war das schon anstrengend. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist schon so ein bisschen. Angriff hier, komm, den machen wir kalt. Gut. Na, komm, den müssen wir umbringen hier. Ja, du mit deinem Immun, Alter, du kannst hier nichts gegen mich ausrichten. Ich halte mal kurz ein bisschen. So. Schluck einfach diese Angriffe. Schluck sie wie eine Hure. Ich finde seine Animation auch so ein bisschen eigenartig. Na komm, den machen wir. Die bringen wir jetzt einfach ganz easy um. Den machen wir jetzt ganz easy kalt. Ich glaube, der wird mir jetzt auch nicht mehr viel Schaden zufügen können. Der wird jetzt ganz easy going. Und zack, ist er tot. Tot. Ich finde mit dem Umfall auch manchmal so lustig in MMOs. Die fallen einfach so komisch um.